Brauchst du vielleicht einen Das bleibt Enterhaken? besser bei mir. Vielleicht können wir der Dame, der Botin drinnen, etwas anbieten, damit sie uns weiterhilft. Ein Spiegel vielleicht. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Ein Was Messer. habe ich bloß wieder für ge... Würde das Messer anbieten, sie nicht erstechen, das ist doch. Wasser? Wir sind beschäftigt, Mann! Das ist wohl Feuer. Was habe ich bloß wieder für... Weil sie doch nicht anzünden. Wozu? Das haben wir schon versucht. Ein Anker Ich behalte vielleicht. den Diebst... Enterhaken. Kein Anker. Interesse? Ich zeige ihr lieber nicht, was ich gestohlen habe. Ja, das war vielleicht nicht unklug. Ich behalte den Dieb. Ich zeige ihr. Ich zeige. Ich zeige ihr. Okay. Da habe ich wirklich keine Idee. Gut, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Streampause. Dann sehen wir uns danach wieder. Dann spielen wir noch ein bisschen weiter und überreden die Dame dazu, uns die Schriftrolle zu geben. Und damit können wir dann aufs Schiff. Machen wir so. Bis gleich. Kurze Pause. So, willkommen zurück. Ja, ich habe immer noch keinen Plan, was wir jetzt machen, wie wir jetzt die Dame da überreden, dass die jetzt uns die Botschaft überlässt. Irgendwelche Tipps aus dem Chat? Ich habe gesehen, der Modi ist da. Und der kennt das gar nicht, oder? Das ist ja. Das war ja nur wegen Pen and Paper, dass da die Story kannte oder kennst. Man kennt Mond das auch, deswegen auch generell. Bei Pen and Paper sind sie, glaube ich, noch nicht so weit. Ich glaube, gespielt hat das noch nicht. Ich meine, das zumindest noch auf seiner Wunschliste gesehen zu haben. Dass er das noch nicht hatte. So, ansonsten. Tja. Fest verknotet. So, was haben wir denn im Inventar? Können wir daraus irgendwas basteln? Mir fällt dazu nichts. Leer. Tja. Unsinn. Besser nicht. Ach nein. Nurim, ob man will oder nicht. Geht nicht. Als wäre es vielleicht. Irgendwas Zerbrochenes hier Windling, drin. ich weiß nicht. Nicht sehr schlau. Tja, also. Eisenring, können wir da irgendwas mitmachen? Interhaken daran anbringen? Diese Haken scheinen nicht dafür gedacht, irgendetwas daran aufzuhängen. Vielleicht können wir. Können wir uns ja am nächsten Mast aufhängen? Das ist ja was, wäre eine. Das wäre eine Idee. Den Balken. Kann man da vielleicht. Wir haben einen Haken.
Oha. Als ob. Das wollte ich schon immer mal machen. Es funktioniert. Hurra. Und was machen wir dann hier? Wir brauchen nur noch Sekt für den Typen und dann brauchen wir noch einen Grund, um reinzukommen. Das ist etwas, was wie eine Botschaft aussieht, damit wir... Okay, jetzt haben wir jemanden die Hängematte geklaut. Da wird die Nacht schlecht schlafen. Steinerne Katze. Warum ist immer alles unerreichbar? Vielleicht können wir es... Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Okay. Tja. Können wir irgendwas werfen? Mein Arm ist... Haben wir irgendwas Langes, womit wir... Ein Wurfseil, ein Wurfnetz. So weit weg. Tja, da müssen wir bestimmt irgendwas werfen. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Können wir einen Hasen werfen? Ich hätte jetzt Donkey Kong-mäßig das Fass geworfen. Das hilft auch nicht weit. Mhm. Unerreichbar. Okay, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Das ist bestimmt nicht. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Können wir es kaputt machen? Mit bloßem Willen öffnete der große Geron das verschlossene Fass. Das wäre doch mal geil. Eine Knochenschnitt, die hält einiges aus. Aha. Gut, dass Nori nicht hier ist. Tja, nun. Jetzt haben wir hier die Schnitzerei. Und was bringt uns das jetzt weiter? Prinzipiell gar nichts. Der hier muss dir doch ein Fisch wert sein. Okay, ist er nicht. Der hier muss dir doch ein Fisch wert sein. Tja, vielleicht bieten wir es mal der Botin an. Vielleicht kann sie damit was anfangen. Tja. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Von wem hast du das? Böses Omen, der Krakenmolch. Sieh, dass du wieder los wirst, schnell! Aha. Interesse? Nein, danke, Kindchen. Habe ja schon mein Fröschlein. Interesse? Kannst du in den Arsch schieben? Sympathisch. Vielleicht will er sich das in den Arsch schieben. Interesse? Umsonst? Nein. Dann nicht. Ich dachte nur, weil er gerade nachts badet. Sag mal, Nori. Aha. Oh nein. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. Und schon weg ist er.
scheint zu klappen. Fährmann? Hä? Mach es gut. Okay, es klappt nicht. Da brauchen wir noch einen anderen Weg. Sag mal, Nori. Hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Es ging ja gut. Bin gleich zurück. Okay, haben wir jetzt einen Fisch? Ja, wir haben einen Fisch. Und was tun wir jetzt damit? Tja. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Tja, können wir den mit dem Fisch bewerfen? Meine Idee war ja noch, dass wir mit dem Enterhaken hier durch das Loch irgendwie reinkommen, aber tja. Was soll der Wächter mit einem... Vielleicht braucht er... Vielleicht kann er... Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Tja. Also, kann Nori uns nochmal helfen? Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Oh? Nein. Leihst du mir dann? Das klappt eh nicht. Ich würde mit Nori sprechen. Sag mal, Nori. Bin gleich zurück. Tja, Nu. Tja, ich kann nichts mehr kaputt machen. Unerreichbar. Ich kann es noch irgendwie runterholen. Massiver Stein. Also nicht. Tja. Hier mal wieder rüber. Hier kommen wir echt nicht weiter. Was brauchst du denn? Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Zelt ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Sicher? Du solltest besser auf deinen... Was? Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Das war schon alles. Es hilft wohl nicht. Was gibt es, Landratte? Bis später. Liegt noch ein Hund oder sowas in der Nähe? Tja, hilft wohl das nicht. Das kaputt machen können wir ja auch gar nicht.
Tja. Schnaps brauchen wir für den Typen, der dort am Hafen ist. Damit uns fährt. Und die Botschaft, um aufs Schiff zu kommen. Tja. Hier nochmal nachgucken, vielleicht haben wir hier irgendwas verpasst. Ah ja, natürlich. Zapfhahn und Fass. Natürlich. Und jetzt haben wir hier... Noch fließt kein Schnaps. Erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen. Hast du das nicht schon? Noch fließt kein Schnaps. Erst muss ich den... Okay, dann wollen wir einen Hammer oder ähnliches. Ja, also. Brauche ich noch. Aber wie? Einen Hammer haben wir nicht mit dabei. Wozu ein Feuer? Ein Feuerstein vielleicht. Das sollte nicht. Mit dem Eimer. Dafür suche ich mir etwas, das ich verstehe. Vielleicht mit dem Spiegel draufhauen. Ich bin etwas Idee. Das stimmt. Unwahrscheinlich. Noch fließt kein Schnee. Erst muss ich den. Für das Freibier in Andergast haben sie einen großen Holzhammer dafür. Ja, aber wo kriegen denn hier einen Holzhammer her? Versteinerte Katze vielleicht, aber wie komme ich da ran? Wie soll das was werden? Nicht ran. Stein. Tja. Okay, als ob. Der Hase hat's gebracht. Hoffentlich trinkt der Fährmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. Okay, jetzt haben wir einen Grund, auf dem Schiff mitzukommen. Das war ein bisschen Schnaps für den Fährmann. Fährst du mich und meine Begleiterin für diesen Schnaps durch den Sumpf? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Ah ja, jetzt brauchen wir auch noch einen Kompass. Na, sehr toll. Und die Botschaft von der Frau im Badehaus. Ich habe ein paar Fragen. Jetzt? Das auch noch. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushatna Roche? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Ein hübsches Mädchen. Eventuell. Das war schon alles. Ein hübsches Mädchen. Vielleicht haben wir zufällig ein hübsches Mädchen mit dabei. Nein, dort lang. Hey Nuri, kannst du mal... Sag mal, Nuri...
Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Und schubst weg ist er. Und plötzlich wurde alles dunkel. Schon sitzt es an der Wanne. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Großer Gott. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Weniger eine Frage als eine Feststellung. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Ja, das ist blöd. Das war schon alles. Sag mal, Nuri... Bin gleich zurück. Sollen wir einen Kamm geben, damit sie nach dem Baden mal ein bisschen... Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Tja, also wie kriegen wir jetzt... Was gibt es, Landratte? Wie zum Henk, wie sollen wir das... Wie kriegen wir es jetzt wieder und dazu, sich umzudrehen? Dann können wir wahrscheinlich einen Rucksack und die Botschaft klauen. So ist das vermutlich, was war. Aber wie? Hering? Kannst du ihn in den Arsch schieben? Das wäre mal eine interessante Möglichkeit. Hat das schon mal jemand versucht? Ich zeige ihr lieber nicht, was ich... Oh, schade, ich wollte noch... Ich wollte noch hören, wie sie ihm vorschlägt, den Räucherhaken in den Arsch zu schieben. Puh, ja. Das hat bestimmt schon jemand versucht. Aber das mit dem Hering hat bestimmt schon jemand versucht. Also. Müssen die irgendwie den Spiegel geben? Das ist ja. Vielleicht können wir. Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Aha. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Die Nachricht für diesen Hahn. Sehr schön, es hat gelingt. Umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Wie steht's mit deiner Beziehung zu deinem Mann? Alles. Sag mal, Nuri. Jetzt reicht es wieder. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Aha, jetzt ist sie wieder hier. Dann komm mal mit dort drüber. Sag mal, Nuri. Zum Fährmann. Nicht ins Barhaus, nein. Bin gleich zurück. So, jetzt haben wir die Botschaft. Sie sollten wir vielleicht erstmal lesen. Die Nachricht für diesen Harm, natürlich in einer Geheimschrift verfasst. Damit wir sagen können, was drin steht, vielleicht, oder? Oder wir geben sie direkt weiter. Hey, hey, hey! Immer langsam! Ich muss mit Harm sprechen. So, so. Und warum? Ich bringe eine Botschaft. Du? Zeig her. Tatsächlich?
Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch. Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Oh, welcher Profession geht der ehrenwerte Ham nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Ham am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Ham am liebsten? Ach du Schreck. Also, was ist Hams Profession? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm, sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Krankenmilch, das war ein Unglücksdings. Das war deswegen. Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Verdammt. Sag Arauken, er soll nicht noch. 50-50 Chancen, ich hab's verkackt. Hey, hey, hey. Harm muss die Beruf also. Harm ist ein. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Dann werden es wohl die Krakenmolche sein. Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll dir nochmal so einen Grünschnabel schicken. Tja, beides nicht richtig. Da fehlen uns wohl noch ein paar Dinge, die wir brauchen. Tja. Wir brauchen noch einen kleinen Hinweis. Ich habe so eine Idee, vielleicht kann uns da jemand helfen. Interesse? Was? Woher hast du das? Kennst du das etwa? Ob ich das? Natürlich, das wurde mir gestohlen. Gib her. Zuerst überlege ich mir eine Gegenleistung. Haha, sehr gut. Du hast diese Stadt verstanden. Genau das. Noch einmal zu Harm. Harms Profession haben wir schon, geschätzte Tiere. Lieblingswein brauchen wir natürlich. Was ist Harms Profession? Na, die Leute schreien es doch durch alle Gassen. Er ist ein ehrenwerter Kaufmann. Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Ah ja. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Roten Geron. Aha. Eine andere Frage. Noch einmal zur. Eine andere Frage. Bis später. Gib auf deinen Rücken acht. Was soll hinter meinem Rücken passieren?